Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, das ist doch schön. Wir sind da, ihr seid da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Live. Heute wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einer freien Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, euch mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Ute und Ute ist 58 Jahre alt. Hallo Ute. Hallo Domian. Hallo Ute, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Um was geht's bei dir? Sendung muss ich erst mal sagen, super. Dankeschön, das freut mich. Ja, bitteschön. Ich habe seit 2000 immer wieder versucht anzurufen, aber Gott sei Dank bin ich jetzt auch gekommen. Umso besser. Ja. Ja, um was geht's? Ja, das Problem ist 2000 aufgetreten. Mhm. Ich hatte in meiner Ehe schon lange Schwierigkeiten, und zwar sexuelle Probleme. Mhm. Wie lange warst du verheiratet? Oder bist 37 Jahre. 37 Jahre. Ja, mhm. Ja. Mein Mann ist einfach auf meine Probleme nicht eingegangen. Mhm. Er war wohl bei der Ärzte, aber ja, es kam nichts dabei raus. Mhm. Ich hatte fast bis zu meinem 40. Lebensjahr oder ab meinem 40. Lebensjahr absolut keinen sexuellen Kontakt mehr. Keinen sexuellen Kontakt nein, mehr? Nein, nein. Mhm. Und dann kam ich habe weil du es nicht wolltest oder weil er nicht mehr wollte? Weil er von, bei er, ihm ging nichts mehr. Ach, bei ihm ging nichts mehr? Nein. Mhm. Ging bei ihm nur etwas bei dir nicht mehr oder ging es generell bei ihm nicht mehr? Bei ihm nicht mehr. Mhm. Gut, ich wusste, er hat Blutdrucktablette, Hochblut, also Hochblutdruck. Mhm. Und ich weiß, dass da Nebenwirkungen sind. Ja. Und er war bestimmte Ärzte, aber es kam immer, wenn er kam, so negative Aussage. Nicht das, direkt irgendwie mit mir darüber zu sprechen. Ja gut, ich habe das irgendwo in Kauf genommen. Viele Jahre. Ja, viele Jahre, viele Jahre. Und was war jetzt im Jahre 2000? Ja, und ich war in der Kur und habe da einen Mann kennengelernt. Mhm. Ja, am Anfang wollte ich eigentlich ja den Kontakt nur auf freundschaftlicher Ebene. Ja. Aber da der nur 7 Kilometer von mir weg wohnt, haben wir uns natürlich öfters getroffen. Und du hast dich verliebt. Ja, genau. Mhm. Ja. Jetzt machen wir mal einen Sprung. Jetzt haben wir ja schon 2005. Ja, genau, ja. Was ist jetzt im Moment aktuell bei dir? Im Moment, das, was jetzt kommt, mit dem Problem werde ich nicht fertig. Mhm. Gut, wir haben uns dann immer wieder getroffen. Ja. Und dann kam es auch irgendwo zum Sexuellen. Ja. Und das ging dann 2,5 Jahre. Mhm. Mein Mann hat da sehr wahrscheinlich auch irgendwas davon gemerkt, weil er sich bei uns in der Familie sehr gut wohlgefühlt hat. Er hat eigentlich auch ein sehr schlechtes Familienverhältnis gehabt. Ach so, der ist sogar zu euch dann, dieser Mann, nach Hause gekommen, der hat deinen Mann auch kennengelernt? Und, ja, alles. Ach so, also ein Freund der Familie. Es war eine Freundschaft. Verstehe. Ja. Der hat auch bei uns im Haus und der hat so viel gemacht und ich bin ihm eigentlich ganz arg viel dankbar. Ja. Und auf jeden Fall in dem bestimmten Morgen, wo wir dann miteinander im Bett waren, hat er eine Gehirnblutung gehabt. Der lag über mich. Auf einmal war alles steif und das war eine Situation, ich kann dir das gar nicht beschreiben. Wir sprechen jetzt von dem Mann, den du in der Kur kennengelernt hast. Ja, genau. Der lag mit dir im Bett. Ja, wo war dein Mann währenddessen? Der war in der Kur. Ach, der war wiederum dann auch mal in einer Kur. Mhm. Und hat der Mann, also ich sag's mal, dein Geliebter, um es auseinanderzuhalten, der hatte eine Gehirnblutung. Ja, genau. Mit welcher Folge? Mit welcher Folge, dass er schwerst behinderter Fall ist. Bis heute? Bis heute. Mhm. Ist er geistig auch behindert? Ja, teils, teils. Ich meine, die Situation hat sich natürlich mit seiner Frau dann natürlich zugespitzt, das kannst du dir ja vorstellen. Mhm. Obwohl die zu dem Zeitpunkt also noch nicht wusste oder sie vermutet es bis zum heutigen Zeitpunkt. Lass mich mal eben fragen, nochmal die Situation. Du liegst mit diesem Mann bei euch im Bett. Ja, genau. Dann bekommt er die Gehirnblutung. Ja, genau.
dann hast du wahrscheinlich einen Notarzt angerufen. Genau. Ja. Ist es denn dadurch dann aufgeflogen, euer Verhältnis? Neu. Das nicht? Neu, das nicht. Mhm. Wer weiß heute von diesem Verhältnis? Einige. Ein paar Freunde. Ja. Dein Mann hat etwas geahnt? Weiß er es heute? Er weiß. Ich hab's ihm gesagt. Wie hat er darauf reagiert? Sehr kalt. Mhm. Kümmerst du dich heute um diesen behinderten Mann noch? Ich möchte das kaum, aber ich kann es nicht, weil die Frau das nicht zulässt. Und genau das ist auch das Problem, weswegen du dich bei mir jetzt hier gemeldet hast. Ja. Mhm. Ich meine, ich hab den immer durch Umwege, wo ich erfahren habe, in welcher Klinik das er ist und in welchem Reha das er ist. Mhm. Ich habe ihn mehrmals besucht, aber immer mit natürlich Hinterwägle, dass sie das nicht erfährt. Verstehe. Sie hat mir auch Verbot gegeben in der Klinik, wo er war, aber wir haben das dann immer mit List und Tüge mit einer Freundin zusammen. Die weiß Bescheid. Weiß sie denn, die Frau von deinem Geliebten, weiß sie um eure Beziehung? Ja. Sie vermutet was, sie vermutet es ja nicht verbieten, dass du ihn besuchen kommst. Ja, sie vermutet es, ja. Mhm. Ja. Aber sie hat es dir noch nicht... Das Bild geht mir mal aus dem Kopf, Dorian. Mhm. Mhm. Dass er dann... Wie er über mir lag und in dem Moment, ich wusste überhaupt nicht, ich war nur froh, dass ich meine, er ist ziemlich stabil und ich habe ihn dann wenigstens nur auf die andere Seite gebracht, der hätte mich bald erdrückt, weil er ja keine Reaktion mehr gehabt hat. Ja. Und das Bild, das geht mir bis zum heutigen Tag nicht aus dem Kopf. Das glaube ich. Wie lange hast du ihn jetzt nicht gesehen? Oh, wie lange? Über ein Jahr, anderthalb Jahre. Das heißt, du bist auch gar nicht informiert darüber, wie es ihm geht? Doch, ich habe mit der Familie, mit der Schwiegertochter Kontakt. Mhm. Ich habe mit dem Bruder von ihr einen sehr guten Kontakt. Ach so. Mhm. Also sie ist, wie soll ich dir das Rabisch sagen, ein Ripp. Wir waren privat, er hatte Hüdeket im Allgäu, beziehungsweise Neuen Österreich, und wir waren viel zusammen und ich habe das ganze Familiendrama eigentlich von ihm erlebt. Mhm. Und er war bei mir am Anfang mehr oder weniger Seelentröster. Ja. Und so hat sich das entwickelt. Hast du jetzt ihm gegenüber auch ein schlechtes Gewissen, dass du nicht da bist? Das habe ich ganz arg. Wobei, du kannst ja gar nichts machen. Ich kann nichts dafür, aber ich bin mir halt nicht aus dem Kopf. Als du ihn da heimlich besucht hast in den Kliniken, hat er dich da erkannt und wahrgenommen? Er hat mich erkannt. Hat dich erkannt? Er hat mich erkannt, ja. Wie schwer ist er jetzt behindert? Muss er im Bett liegen? Liegt er im Rollstuhl? Er ist im Rollstuhl. Ja. Er hat aber am Anfang sehr Schwierigkeiten gekriegt mit dem Essen. Mhm. Also er musste dann immer so ein kleines Löffelchen haben, wenn er was. Ich habe ihn dann auch gefüttert in dem Reha, wo ich dann dort war. Kann er sprechen? Er kann sprechen, aber wie soll ich sagen, wenn man dann länger mit ihm spricht, dann versteht man ihn. Mhm. So, das heißt jetzt, du bist in deiner Ehe, ist es nach wie vor erkaltet? Ja, sogar wahrscheinlich sehr angespannt, weil dein Mann um diese Verbindung weiß, die da stattgefunden hat. Ja gut, aber mehr oder weniger habe ich den Eindruck, und das ist das auch, was mich belastet, er macht sich da eigentlich nichts. Immer, also ich kann zu ihm natürlich nicht sagen, wie die Situation mich belastet, weil das wäre ja auch wieder verkehrt. Mhm. Jetzt frage ich dich mal, habt ihr Kinder eigentlich? Ja, ich habe einen Sohn. Der ist schon älter? Ja, der ist 38. 38. Und zwei Enkelkinder, ganz süße Enkelkinder. Ich lebe in der Familie eigentlich schon auf, aber... Ich kann dieses Bild nicht aus meiner... Das geht mir einfach halt aus dem Kopf. Mhm. Lass mich mal noch fragen, was deinen Mann anbelangt. Gab es da Überlegungen in der letzten Zeit, dass du ihn vielleicht verlassen würdest? Nein. Ja? Nein, das nicht. Nein. Das heißt, da willst du beibleiben? Nein, da willst du beibleiben. So, halten wir mal fest. Du willst, obwohl die Ehe nicht gut funktioniert, in der Ehe bleiben. Ja. Warum eigentlich, Dorian? Ja. Wir haben ein Haus, wir haben uns irgendwo was erschaffen. Mhm. Das geht alles kaputt im Grunde genommen. Mhm. Aber ihr lebt so nebeneinander her, quasi. Ja, es wird so langsam wieder besser, aber die Jahre jetzt von 2000 bis jetzt, die waren schlimm. Mhm. So, dann hast du dieses Bild in Erinnerung, wie dein Freund, dein Geliebter, die Gehirnblutung bekommen hat, neben dir liegend. Ja. Und da ist auf der anderen Seite noch irgendwo so eine Verantwortung oder auch ein schlechtes Gewissen, dass du nicht an ihn rankommst und dich nicht um ihn kümmern kannst. Ja, genau.
Mhm. Aber das kann man ja, und es ist definitiv so, dass die Frau dich nicht an ihn ranlässt. Nein, überhaupt nicht. Das heißt, du kannst gar nichts machen. Ne? Nein, keine Chance. Mhm. Ich kann nur über Verwandte, die nach wie vor zu mir stehen, aber die natürlich das Verhältnis auch nicht wissen. Mhm. Die denken natürlich, das ist auf freundschaftlicher Basis. Mhm. Und nur so kann ich eigentlich die Auskünfte kriegen, wie es ihm geht. Ja, also kann man sagen, rundherum eine schwierige und auch unglückliche Situation. Ja, genau, ja. Dorian. Und dir würde so viel daran liegen, dass du zumindest dieses Erlebnis verarbeiten kannst. Ja, genau, weißt du? Ja. Und du denkst immer wieder daran und immer wieder. Immer. Ich denke doch, nach den Jahren, es vergeht irgendwo, aber es kommt immer wieder hoch. Fünf Jahren. Ja. Wäre dir... Also könntest du dir vorstellen, dir dabei helfen zu lassen, das zu verarbeiten? Ich denke ihm und ja. Ja. Du weißt, worauf ich hinaus will? Ja. Ja, Dorian, ja. Also das ist wirklich eine vertrackte Situation, in der du da bist. Ja. Und ich möchte nicht leichtfertig jetzt in ein paar Minuten das alles beurteilen. Ja. Was ich aber schon mitkriege, ist, dass dir das eine sehr tiefe seelische Erschütterung verursacht hat. Ja, genau. Mit allen Dingen, die dazugehören. Mit allem drum und dran, so, ja. Genau. Ja. Deswegen fände ich es ausgesprochen hilfreich, wenn du für eine gewisse Dauer einen festen Ansprechpartner hättest, mit dem du richtig sprechen kannst, so wie du es mit mir jetzt auch angefangen hast zu tun. Ja, ja. Deshalb möchte ich dir jetzt meine Psychologin geben. Ja, danke. Meine Psychologin, die Simone, ja, wird dich versorgen mit einigen Telefonnummern und Ansprechpartnern in deiner Umgebung. Ja, danke, Dorian. Ja. Ich fände es gut, wenn du dir Hilfe holen würdest von außen. Ja, dass ich denke es auch. Ja, dass du mit einfach... Ich dachte immer, ich schaffe es neu. Aber nach fünf Jahren muss man dann auch irgendwie einsehen, dass es nicht geht. Ja. Und das ist auch keine Schande, wenn man sich dann Hilfe holt. Ja. Du hast ja auch keinen, mit dem du das so ausführlich besprechen kannst. Nein, kann ich nicht. Ja, eben. Ja. Pass auf, Ute. Gut, dass du durchgekommen bist. Danke. Es hat mich sehr gefreut, dich jetzt kennengelernt zu haben, akustisch. Ja, danke, Dorian. Jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Simone, ruft dich an und alles Weitere klärt ihr dann. Ja, danke. Alles Liebe und alles Gute. Danke, tschüss. Dorian. Danke, tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050. Heute ist es eine Live-Sendung wieder. Montags wiederholen wir ja immer in der Nacht von Montag auf Dienstag die Sendung vom Samstag. Da kommen so einige Leute durcheinander. Ist er jetzt live? Ist er nicht live? Kann man jetzt anrufen? Ja, wir sind jetzt hier leibhaftig und live im Studio in Köln bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Und ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, jetzt hier, über welches Thema auch immer. 0800 220 5050 oder meldet uns unter domian@wdr.de. Und weiter geht es mit der Julia. Und Julia ist 21 Jahre alt. Hallo Julia. Ja, hallo Domian. Und was geht's bei dir? Ja, ich glaube, mein Problem ist jetzt vergleichsweise profan zu dem, was wir gerade gehört haben. Egal, erzähl mal. Am Sonntag hat sich mein Freund von mir getrennt. Und wir wären nächste Woche 4 Jahre zusammen gewesen. Ist schon eine lange Zeit, wenn man 21 ist. Ja, es war auch eigentlich so mein erster richtiger Freund, kann man sagen, und meine große Liebe. Und es ist halt irgendwie für mich jetzt gerade alles zusammengebrochen. Glaube ich. Also, er hat sich von dir getrennt. Ja, genau. Mit welcher Begründung? Dass er denkt, dass da keine Liebe mehr ist, sondern nur noch Freundschaft. Sprich im Klartext, die Luft ist raus. Ja. Sagt er. Es kam für mich halt total überraschend. Es war eigentlich so, dass wir am Sonntag uns gestritten hatten und ich wollte ihn dann anrufen, um darüber zu reden und irgendwie habe ich schon gemerkt, er ist total kalt und dann kam es mit einmal so, dass er dann halt einfach gesagt hat, er denkt, dass es das war und ich war halt extrem, also ich hätte wirklich mit allem gerechnet, aber nicht damit. Das heißt, in den letzten Wochen, Monaten hat er keine Andeutung gemacht? Er hat keine Unzufriedenheit geäußert, er hat nichts gesagt. Nee, eigentlich nicht. Es lief alles so wie immer. Ja, es ist vielleicht jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, dann fällt mir vielleicht auf, dass er vielleicht weniger gesagt hat, dass er mich liebt oder irgendwie, dass er weniger zärtlich war. Das fällt mir jetzt auf. Ja, aber er hat es nicht klar und direkt gesagt in den letzten Monaten. Überhaupt nicht, nee. Und das finde ich immer so schlimm, wenn das Leute mit Leuten machen. Ja, das war auch. Also man kann ja niemandem vorwerfen, wenn einer nicht mehr liebt. Ja. Das ist immer schlimm für den, der zurückbleibt, aber man kann es dem anderen nicht vorwerfen. Man kann ihm vorwerfen, dass er den Mund nicht aufgemacht hat. Ja, und es war wirklich, es war auch so, wir hatten uns schon mal getrennt, ungefähr 1,5 Jahre her.
Da waren wir für 2,5 Monate auseinander. Da war eine Sache mit einem anderen Mädchen. Also da hatte er sich auch getrennt. Ja. Und ich habe es aber im Nachhinein, also wir sind dann, wie gesagt, wieder zusammengekommen. Und ich habe es im Nachhinein eigentlich sogar positiv gesehen, weil es danach eigentlich sehr gut lief. Mhm. Also ich muss auch sagen, dass ich, glaube ich, daran auch schuld war, weil ich extrem eifersüchtig war und auch bin. Mhm. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, das hat unserer Beziehung sogar nochmal so einen neuen Schwung gegeben, dieser Bruch. Und ja, ich hatte mich jetzt auch extrem angestrengt, mit dieser Eifersucht das in den Griff zu kriegen und dachte sogar, dass ich es geschafft habe. So. Mhm. Aber jetzt kommt die kalte Dusche und Schock. Ja, und es ist... Hat er eine andere, weißt du das? Ich habe sie gefragt, aber er sagt nein. Und also glaubst du es ihm? Eigentlich ja, glaube ich es ihm, ja, aber... Also es ist ja noch einfacher, sich dann von der alten Beziehung zu trennen, wenn man schon wieder eine neue quasi im Sack hat. Ja. Wenn man sich trennt, ohne dass da jemand Neues ist, das zeugt, glaube ich, von extrem viel Überdruss, weil man es dann nicht machen würde. Dann würde man es irgendwie so laufen lassen, bis was anderes über den Weg läuft. Ja. Aber wenn er wirklich keine andere hat, zeigt das, glaube ich, schon sehr, wie unzufrieden er war. Ja, es ist bloß, er war auch in anderen Dingen, aber sonst so, wie soll ich sagen, da war er schon noch so zärtlich, wie er immer war. Also, wie war denn der Sex so in den letzten Monaten? Eigentlich auch, wie immer, also schön, also... Und auch nicht irgendwie, dass das nicht mehr stattgefunden hat oder so, eigentlich gar nicht. War es denn weniger geworden? Auch nicht. Ging es mehr von dir aus oder war es immer so von beiden? Nee, ich glaube, das hat sich schon die Waage gehalten eigentlich. Ja. Dennoch sagt er, dass er dich nicht mehr liebt. Ja, er hat halt gesagt, er denkt es. Und er sagt, er denkt, dieses Gefühl reicht nicht mehr für eine Beziehung. So, das hat er jetzt gesagt. Wie war deine spontane Reaktion? Warst du so geschockt, dass du nichts gesagt hast? Hast du geweint? Hast du geschrien? Was hast du gemacht? Also ich war für mich erstaunlicherweise gefasst in dem Moment und hatte noch versucht, irgendwie rauszukriegen, ob er das jetzt wirklich ganz ernst meint, weil er hat manchmal so eine Phase, wo er irgendwie, er ist jetzt auch er hat Stress halt mit dem Studium zurzeit und er ist da extrem ehrgeizig und ich habe gedacht, vielleicht ist er jetzt irgendwie überfordert. Er hat öfter mal so eine Phase, wo er dann sagt, er will sich darauf konzentrieren und die Beziehung stört sozusagen. Ja, ich habe halt irgendwie sozusagen daran appelliert, dass ich immer noch glaube, irgendwie, dass wir zusammengehören. Ja, nur sind erst ein paar Tage vergangen. Ja. Sonntag war das. Habt ihr, wie alt ist er übrigens? Er ist 24. 24. Habt ihr seitdem nochmal telefoniert? Nee. Gesimst? Nee. Auch nicht, gar nichts. Tote Hose im Moment. Ja. Ich hatte eigentlich an dem Sonntag, wollte ich eigentlich sofort zu ihm kommen, weil ich es am Telefon eigentlich schrecklich finde. Ach, er hat das am Telefon gesagt? Ja, ich hatte ihn ja, wie gesagt, eigentlich angerufen und dann kam es von ihm. Ja. Ach, und ich dachte, das wäre so im direkten Gespräch passiert. Nee, nicht mal. Ich wollte unbedingt an dem Abend dann noch zu ihm kommen und er hat gesagt, dass er das nicht möchte. Ein bisschen feige, ne? Ja, also finde ich. Ganz komisch. Ich wäre auch zu ihm gekommen, wir wohnen ein bisschen auseinander. Also weißt du, Julia, was ich schon finde, ist, auch wenn du das nicht mehr zurückholen kannst, finde ich, dass du schon recht nochmal zumindest auf ein Gespräch hast. Wenn man 4 Jahre zusammen ist, macht man nicht einfach so am Telefon Schluss. Ja, es ist... Und es wird dir vielleicht ein bisschen gut tun, so die Hintergründe zu erfahren. Also was heißt gut tun? Es wird dir ein bisschen helfen, das vielleicht zu verarbeiten. Ja, darüber denke ich genau eben nach, ob es wirklich gut ist, ihn nochmal zu sehen. Oder ob es mir jetzt nicht nur noch mehr alles irgendwie wegreißt. Weil entscheidend ist, ist noch eine Hoffnung bei dir da? Ja, ich glaube irgendwie schon. So, ich kann es einfach nicht glauben. So, und da musst du ihn sehen. Denn wenn du eine Hoffnung hast und ihn nicht siehst, trägst du die Hoffnung immer weiter mit dir rum. Ja. Und er entfernt sich vielleicht immer weiter von dir und du hast ihn aber noch im Kopf. Ja. Dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, wie man so sagt. Dummer Spruch, aber irgendwie stimmt's manchmal. Das heißt, dann konfrontiere dich wirklich mit der Realität. Dann soll er dir das nochmal glasklar sagen. Stell ihm auch die Frage, ob er noch irgendwie eine Chance sieht, ob er nochmal mit dir zusammen sein möchte, ob er vielleicht nur eine Pause machen will. Trau dich, diese Fragen zu stellen, auch wenn du Angst vor der Antwort hast. Ja, letztendlich wird dir das helfen. Wenn du es später mal betrachten wirst, ist es immer gut, auch wenn das noch so weh tut, so eine klare Antwort zu kriegen. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit so einer Hoffnung rumzurennen
Und man verschwendet so viel Zeit damit. Ja, dann vergeht vielleicht ein halbes Jahr oder noch länger und du hast ihn immer noch im Kopf und er denkt überhaupt gar nicht mehr an dich. Ja, das stimmt. Ja. Also ich finde schon, ich finde auch, dass du einfach ganz normal ein Recht darauf hast, dass man sich dann nochmal trifft und sich unterhält. Aber versuche nicht in die Position des Bettelnden zu kommen und des, ja, der Klammernden. Das ist unwürdig, da stehst du doof da. Das ist schwer, ja. Ja, ich weiß, das ist verdammt schwer. Aber versuch damit mit erhobenem Haupt hinzugehen und einfach, er soll dir das erklären und er soll richtig sagen, was in ihm vorgeht und was er für eine Perspektive sieht, ob er überhaupt eine sieht. Ja. Und wenn er dir dann nochmal ganz knallhart sagt, nein und es geht nicht, dann zieh dich zurück und dann zieh dich radikal zurück. Ja. Dann lass dich auch nicht ein auf irgendwelche Sprüche mit Freundschaft und so. Das hält man nicht aus. Wenn man selbst liebt, kann man nicht auf Freundschaft machen. Das geht nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den er gar nicht versteht, was man mit sich kann. Aber, Das versteht immer der nicht, der geht. Ja. Das versteht immer nur der, der leidet. Ja. So ist es. Also ich würde jetzt vielleicht noch ein, zwei Tage vergehen lassen und dann ruf ihn an und sag, pass mal auf, lass uns treffen und sprechen. Ja. Vielleicht gut, ja. Finde ich ja. Okay. Liebe Julia, alles Gute. Toi, toi, toi. Ja, vielen Dank, Domian. Tschüss. So, meine Lieben, gleich kommt Irmgard. Oder sagen wir mal, sie kommt jetzt sofort, denn Irmgard ist 55. Hallo, Irmgard. Ja, hallo, Domian. Ich freue mich, mit dir zu reden. Ja, ich freue mich auch. Ich brauche dringend deinen Rat. Na, erzähl, um was geht's? Ja, mir ist ja ganz was Wunderschönes passiert. Ich habe mich verliebt. So? Ja, ich habe mich im Chatroom habe ich jemanden kennengelernt, der ist aber 10 Jahre jünger, ist alleinerziehender Papi von einem 14-jährigen Sohn. Ja. Und als wir haben uns 6 Sätze nur geschrieben, dann Bilder zugeschickt und auf seiner Seite ist genau dasselbe passiert. Der hat sich rettungslos in mich verliebt und ich, als ich sein Bild sah, auch. Sofort. Und seitdem telefonieren wir jeden Abend, wollen uns am 2. Mai treffen. Wie lange telefoniert er denn schon? Seit 21. März. Da habe ich ihn kennengelernt. Dann haben wir 5-6 Stunden manchmal haben wir telefoniert. Und also keinen Abend, ohne dass wir nicht telefoniert haben. Und er plant auch schon sein ganzes Leben mit mir und will mit mir alt werden. Langsam. 15 Jahre hätten wir noch. Langsam. Ne? Wir wollen das Ganze vorsichtig angehen. Ja, das kommt ja noch, was bei mir ist. Erzähl. Oh, ich habe gelogen. Ich wollte gerade fragen, hast du denn auch die Wahrheit gesagt? Nein. Ich habe mich als 45-Jährige vorgestellt. Aber du hast das richtige Bild ihm zumindest geschickt. Nein, das ist 4 Jahre alt gewesen. Aber das bist du. Auf dem Bild. Aber auf dem Bild, das bist du wenigstens. Das bin ich, ja. Natürlich. Sonst habe ich nicht gelogen. Aber das ist ja, auf dem Bild sehe ich schlanker aus. Ich habe 14 Kilo zu viel. Und das ist meine Angst, wenn wir uns treffen. Ich bin ja eine Mogelpackung eigentlich. Aber Mensch, der Mann, das ist mein Leben wird das werden. Ich habe mich. Wie oft ich das jetzt schon gehört habe, warum lügen die Leute immer im Internet? Warum? Ja, warum habe ich gelogen? Ja, damit ich ihn halten kann. Ja, und man denkt aber nicht ein bisschen weiter, ne? Dass man sich da extrem verzettelt und irgendwann trifft man sich und dann steht man da. Ich denke mal, mit dem Alter, das kann ich kaschieren gut. Erstmal, mein Denken ist sowieso nicht wie eine 55-Jährige. Also, pass mal auf, wenn du gesagt hast, ich bin 47. Also zwischen 47 und 55 ist ja nun auch nicht die Welt. Also ich fände jetzt noch viel schlimmer, wenn du dich noch viel jünger gemacht hättest und wenn du ein falsches Foto geschickt hättest. Gibt's ja auch alles. Von einer anderen Frau. Nee, das habe ich ja nicht gemacht. Insofern bin ich schon mal ganz beruhigt. Das ist noch begrenzt, das Problem. Ja. Also wie gesagt, 47, 55 ist Pipifax. Mensch, ist doch, finde ich, nicht so dramatisch. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, ich komme runter, er fragt mich, wie viel wiegst du? Da habe ich gesagt, 65 Kilo, das stimmt aber nicht. Ich habe 79 drauf zur Zeit. Aber ich habe mir das ja angefuttert. Ich bin erst seit 10 Monaten Witwe und da habe ich aus Frust und Trauer und Einsamkeit habe ich mir was angefressen. Bin ich aber schon am Abtrainieren wieder. Ich meine, bis zum 2. Mai ist ja noch ein bisschen hin. Da, ich bin auch dabei. Ich habe schon 5 Kilo verloren, ich hatte ja mehr gehabt. Jetzt ist aber die Frage, also ich finde, was machen wir jetzt? Also der Termin steht fest, 2. Mai. Ja, den habe ich bestimmt heute Abend noch. Heute Abend. Ist das jetzt auf deine Initiative oder hat er gedrängt? Lass uns er kann ja nicht kommen, weil der Sohn muss zur Schule und er sorgt ja für den. Ja, wohnt er weit weg? In Bayern und ich wohne hier im Norden. Ach so, es ist eine richtige Reise.
Ein Niederbayer. Ja, ich muss 9 Stunden fahren zu ihm. Ja. Nein, aber hat er denn darauf gedrängt, dass es schön wäre, wenn man sich dann mal endlich träfe? Ja, von Anfang an haben wir gesprochen vom Treffen und ich habe das, weil ich ja wusste, oh, ich kann mich so nicht zeigen, wie ich jetzt im Moment aussehe, dann habe ich gesagt, ich habe das noch zu tun. Achso, du hast es verschoben, immer wieder. Aber jetzt endgültig, ja, er hat es aber auch verstanden, warum. Mhm. Ich meine, ich habe ja hier auch meine Verpflichtung zu Hause, ne? Mhm. Und heute habe ich dran gedacht, ich kann ja erst im Mai fahren, weil ich ja vorher noch einen Termin habe. Ja. Den morgen am 2. Mai und danach will ich ja gleich losfahren. Ja. Und er sagt ja, es lohnt sich auch zu warten, weil wir beide haben ja ein Ziel. Ja. Er hat seinen Eltern schon von mir erzählt, dann hat er schon einer guten Freundin von mir erzählt, was ihm passiert wäre. Er hätte sich total verliebt im Chat und das, er hat mir selber gesagt, das hat er erlebt, wo er 16 war. Also ich finde, dass du die Flucht nach vorne ergreifen musst. Wie mache ich denn das? Indem du dem das am Telefon beichtest. Also das Alter brauchen wir nicht, das kriege ich schon hin. Das wird der nicht merken. Die rosa-rote Brille hat er ja noch auf. Ja, aber irgendwie ist das kein guter Einstieg in so eine Beziehung mit so einer Lüge. Ehrlich, das Alter, das will ich erst, wenn die rosa-rote Brille total drauf ist. Bloß meine Figur, ich meine, gut, unansehnlich sehe ich nicht aus. Aber also du willst tatsächlich mit dahin fahren, weiterhin, dass er denkt, du bist 47, obwohl du 55 bist. Ja, also das, denke ich mal, kriege ich wohl noch hin. Vorher willst du am Telefon aber beichten, dass du ein bisschen molliger bist, als du eigentlich vorgegeben hast. Soll ich das? Ich weiß es nicht. Na, also ich will dir mal sagen, nein. Ich würde an deiner Stelle, da wäre mir am wohlsten bei. Weil das andere ist wieder eine Lüge und ein Taktieren hin und her. Ja. Wenn ihr euch jetzt so gut versteht. Ich finde, deine Lüge ist noch in einem gewissen Rahmen. Das ist noch nicht so dramatisch. Mhm. Ich finde, du fährst auch mit einer viel entspannteren Haltung dahin, wenn du ihm vorher sagst, pass mal auf, ich habe Scheiße gebaut, ich muss es dir vorher sagen. Ich bin ein paar Jährchen älter und habe ein paar Pfund mehr drauf. Also mit dem Alter, das will ich nicht. Warum nicht? Das kriege ich hin. Ach ja, aber dann lügst du doch wieder und irgendwann fliegt das auch auf und dann sagt er, wieso hast du mir denn da nicht damals alles Wir wollen ja nicht heiraten, spätestens dann würde ich ja damit raus. Und also mit dem Alter, Domian, das wollte ich an, das kriege ich hin. Wo ist mit meiner Figur, was mache ich denn da? Wie sage ich ihm das? Ich traue mich ja gar nicht, mich nackend auszuziehen. Ja, das was gibt es da zu überlegen? Das musst du ihm sagen, er sieht es ja, wenn du ihm gegenüberstehst. Ja. Und wenn du sagst, hast du sonst denn die Wahrheit erzählt, dass du einen Todesfall hattest? Und ja, alles. Ja gut, alles. Das ist ja verständlich. Und ich meine, das kann man ja auch wieder runter. Ich meine, so ein Riesenunterschied ist das ja auch nicht. Du kriegst es ja wieder runter. Ja, natürlich. Wie war's? Wie viel hast du jetzt? 70? 5 Kilo habe ich jetzt runter. Und bist jetzt auf 70 oder wie? Was? Und bist jetzt auf 70 oder 75? 79. Oh. 79. Und ich muss auf 60 runter. Ja, ist so eine ganze Menge. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. Ja, damit. Klar. Ja, das musst du ihm sagen. Oh. Das musst du ihm sagen. Und meinst du, wenn es 3 Stunden Fahrt wäre, ich könnte ja dann noch zurück, aber wenn ich einmal da bin, das ist ja das. Und ich stehe da so, der guckt mich an. Ich sage sowieso schon immer zu meiner Freundin, ich sage, Mensch, der ist so blauäugig, dass der ein Leben mit mir plant, hat mich noch nicht gesehen. Ja, ich das finde ich Abend das auch schon. Ja, das finde ich übrigens auch wirklich ein bisschen blauäugig. Ich finde, ihr seid zwei verdammt erwachsene Menschen. Ja. Tastet man sich vorsichtiger an. Nur aufgrund einer Internetverbindung und ein paar Mal telefonieren, plant man noch nicht das Leben. Das ist Unsinn. Das ist Quatsch. Ja, da muss aber man das sich... hat er vor, weil er Frührentner schon ist. Ja, gut, ich meine, er ist verliebt und wollen wir es ihm nachsehen. Aber es ist schon ein bisschen albern. Also da muss man sich auch ein bisschen zurückhalten. Ja, wir haben auch schon Urlaub geplant. Heute Abend spricht er auch noch davon mit seinem Sohn zusammen, ne? Irma, du musst da mehr in die Wahrheitsoffensive gehen. Sonst du verstrickst dich zu sehr und du stehst für dich auch zu blöd da. Ja. Du stehst einfach nicht gut da. Man steht immer gut da, wenn man ehrlich ist. Ich bin ja auch nicht entschieden, ob das gut ist, dass du das mit dem Alter verschweigst. Ich finde das nicht gut. Ich finde es nicht gut. Passiert doch damit nichts. Ja, aber dann, weißt du, es gibt die verrücktesten Situationen, dass er irgendwie aus Zufall fällt ihm dein Personalausweis in die Hand. Oder irgendetwas. Und das habe ich schon mal gehabt, so eine Geschichte. Ja, ich achte auf meine Sachen, dass da nichts auffällig rumliegt. Aber das ist doch irgendwie albern. Wenn du sagst, das kriege ich schon hin, das sagt mir, dass du recht gut aussiehst für dein Alter. Ja, natürlich. So, dann kannst du doch auch dazu stehen zu deinen 55 Jahren. Mann. Ah, nee. Und ich glaube, dann nimmt er mich nicht. Ach,
Also das der Altersunterschied von 45 und zu 55 finde ich sowas von piepisch nutzegal. Also ihr habt eure Lebenserfahrung gemacht und wenn ihr euch so gut miteinander versteht, sollen die 10 Jahre, ist doch egal, ob da nur 10 Jahre oder 7 Jahre zwischen oder 5. Also, weißt du, das soll ich am Telefon? Ja, natürlich. Willst du es da? Ja, das ist doch ganz blöd, wenn du 9 Stunden fährst und plötzlich dann da mit der Wahrheit ankommst. Und je nachdem, wie er reagiert, dann setzt du dich gleich wieder in Zug und fährst 9 Stunden zurück. Nee, das musst du schon am Telefon machen, finde ich. Da hast du dich jetzt selbst reingeritten. Da hast du dich selbst reingeritten. Ich hätte das sonst durchgezogen. Ich denke, ruf mal Domian an, ob das so richtig ist, weil. Ich habe auch ein ungutes Gefühl im Bauch, wenn ich 9 Stunden fahre bis nach Bayern unten und dann... Vor allen Dingen finde ich ganz wichtig, du bist angetan von dem Mann. Der Mann ist von dir angetan. Ja. Nehmen wir mal an, da entwickelt sich wirklich eine Zukunft und eine gute Beziehung. Dann soll diese Beziehung verdammt nochmal auch mit Ehrlichkeit beginnen und nicht gleich mit irgendwelchen komischen Rummogeleien. Finde ich gut, finde ich besser. So, meine liebe Irmgard, jetzt denk mal drüber nach, was meine Meinung ist. Meine Meinung ist nicht immer das Richtige, aber ich habe sie nur mal so gesagt. Kannst ja mal überdenken, wie du es siehst. Du hast ja recht, aber es ist ein schwerer Weg für mich. Ja, aber ich finde, es ist immer noch in Grenzen. Es könnte auch Schluss dann sein, bestimmt. Glaube ich nicht. Da hat die rosarote Brille ja auch noch auf. Ich sehe das ja alles nüchterner. Ich bin da ein bisschen gewiefter wie er. Ja, das merke ich schon, aber so ganz gewieft auch nicht, weil jetzt hast du dich selbst ausgetrickst, ne? Ja, das ist das. Muss man so sagen. Ja. So, jetzt, muss ich durch. Jetzt überlege, du musst durch und ich wünsche euch viel Glück, euch beiden Tuchteltauben. Ja. Alles Liebe. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Irmgard. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle schon mal ein Hinweis für diese Woche Samstag. Wer ist Gast bei mir am Samstag in der Sendung? Ich freue mich sehr. Zu Gast wird sein die Schlagerkönigin, Popsängerin, Schlagersängerin Michelle. Und wenn ihr gerne mit Michelle sprechen wollt, die ja nun wirklich sehr viel mitgemacht hat und durchgemacht hat in der letzten Zeit, dann meldet euch da jetzt am besten schon mal per Mail an unter domian@wdr.de und wir sammeln die ganze Woche über schon mal eure Anrufe. Und rufen euch dann gegebenenfalls am Samstag an. Am Samstag um 23.45 Uhr ist Michelle im WDR-Fernsehen mein Gast und ihr könnt anrufen, ihr könnt mitmachen. Hier ist Julchen. Hi. 21. Hallo Julchen. Hi. Ja, hi. Was ist dein Thema? Ja, ich bin geimpft gegen Autos. Du bist geimpft gegen Autos? Ja. Das verstehe ich nicht. Doch, ich mag nicht Auto fahren, weil ich 7 Autounfälle hinter mir habe. Ach, 7 Autounfälle? Mhm. Selbst gefahren? Oder? Ich habe keinen Führerschein. Du hast keinen Führerschein? Ich mache auch keinen. Was waren das für Autounfälle? Ja, das war immer so, entweder ist uns einer hinten reingefahren. Mhm. Also der erste, da war ich 6 Jahre alt. Ja. Und da war das Schnee und da war neben unserem Haus direkt so ein großer Schneeberg gewesen. Ja. Und dann ist uns ein Auto so in die Seite gefahren und da hatte ich dann einen Schädelbasisbruch. Mhm. War nicht gerade sehr lustig. Und Was war denn deine schwerste Verletzung durch einen Autounfall? Ja, das war der Schädelbasisbruch. Und die anderen Autounfälle waren eher dann so Blechschäden, aber du saßt mit im Auto? Nein, also ich hatte eine Gehirnerschütterung gehabt, dann ist uns mal ein Reifen geplatzt bei 120. Oh, das ist auch nicht schön. Ja, nee, das war wirklich nicht schön. Da habe ich mir den Arm gebrochen und sonst nur blaue Flecke. Wer hat da gefahren? Ach, immer Bekannte. Ja. Bei 120 der Reifen geplatzt, auf der Autobahn? Das war gut heftig, ja. Was passiert dann? Was passiert mit dem Auto dann? Ja, wir sind gefahren, also wir waren auf der Kieler Woche und dann Richtung Flensburg wieder nach Hause gefahren. Ja. Und dann sind wir eben schnell gefahren und dann fing das Auto auf einmal an, so tierisch doll zu ruckeln. Und dann hat der Fahrer gegengelenkt, aber wir sind trotzdem so immer abgekommen von der Straße. Ja. Ja, und dann hat sich das Auto so gedreht, also ist das ins Schleudern gekommen und dann sind wir dann Gott sei Dank angehalten. Also ich war auch richtig froh, dass kein anderes Auto mehr auf der Straße war. Also das Auto konnte man noch zum Stehen dann bringen. Welcher Reifen war denn geplatzt?
Oh, das war der hinten rechts. Hinten rechts, ja. Da habe ich auch mal Schiss vor, wenn ich Auto fahre, dass mir bei hohen Geschwindigkeiten der Reifen platzt. Horror. Mir ist mal bei hoher Geschwindigkeit die Scheibe geplatzt vorne. Das war auch krass. Hast du Splitter denn ins Gesicht gekriegt? Nee, Gott sei Dank nicht, sondern die Scheibe war innerhalb von Sekunden milchig und war in tausend kleine Mosaiksteine gesprungen, aber sie war noch drin. Aber man konnte nichts mehr sehen. Ich konnte überhaupt gar nichts mehr sehen. Und hab dann, das war auf der Autobahn, hab dann geistesgegenwärtig, Gott sei Dank, die Scheibe schnell runtergedreht und hab den Kopf rausgehalten, um zu gucken, wie ich wo lang ich fahre. Und hab das Auto dann langsam zum Stehen gebracht und bin an den Seitenstreifen gefahren. Und die Scheibe war kaputt weiter vorne drin geblieben. Das ist heftig. Ja. So, siebenmal ist dir so etwas passiert. Das ist ja schon ein seltsames Zeichen. Wenn man 21 ist und hat siebenmal einen Autounfall gehabt. Da kann ich auch deinen Satz verstehen, den du gerade am Anfang gesagt hast, ich bin gegen Autos geimpft. Ja, aber wirklich. Also Führerschein kommt nie in die Tüte bei dir? Was heißt nie? Ich weiß nicht, also im Moment auf gar keinen Fall. Ist das denn so, dass du auch Angst hast, bei Autos in Autos einzusteigen und mit Autos mitzufahren? Ja, also wenn, dann fahre ich wirklich nur mit Taxi. Ja gut, ist auch ein Auto. Bitte? Ist auch ein Auto. Ja, aber weil meine Eltern haben kein Auto. Und deswegen, und also entweder mit Taxi oder mit hammerguten Leuten, die ich schon seit Anno was kenne. Ja, wobei manche Sachen, da kann der Fahrer ja gar nichts für, ne? So mit dem Reifen, das kann ja jedem passieren und so. Ja, eben. Also wie gesagt, ich war schon oft zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, was das schon passiert ist. Was war der letzte Vorfall? Der letzte Vorfall war vor einem Dreivierteljahr. Ja. Da sind wir gegen eine Ampel gefahren und die ist auch auf uns draufgefallen. Also da hatten wir auch sehr, sehr viel Glück. Aber da hast du auch einen Glücksengel bei dir, ne? Ja, das denke ich schon. Ja. Also das sind schon andere Sachen passiert, wo ich fast zu Tode gekommen wäre. Also noch zwei andere heftige Dinge oder drei. Aber das mit den Autounfällen, das ist ganz schön gehäuft. Ich bin nicht abergläubisch, aber vielleicht würde ich das, wenn ich in deiner Situation wäre, auch irgendwie so denken, ja, vielleicht ist das auch so ein Hinweis, Autos zu meiden. Vielleicht ist das irgendwie nicht für mich so bestimmt, dass ich mit dem Auto mich fortbewege. Ist vielleicht auch Quatsch, aber irgendwie denkt man ja vielleicht dann so, wenn man ein paar Mal so haarscharf davon gekommen ist. Ja, das irgendwie schon, aber ich weiß nicht, ein Bekannter hat auch schon vorgeschlagen, eine Schocktherapie zu machen mit 200 durch die Stadt und so. Aber dann auch Nein gesagt. Ja, also du stehst ja in dem Sinne nicht und du hast ja kein Trauma erlitten. Das war ja jetzt bisher nicht so Dramatisches, dass du da noch nachträglich unter Schock stehst. Ich würde es ganz einfach mal gelassen hinnehmen, mich ins Auto setzen, wenn ich das Gefühl hätte, okay. Und wenn du auch das Gefühl hast, irgendwann, ich meine, du bist jetzt 21, irgendwann mal einen Führerschein machen zu wollen, dann mach ihn auch. Aber ich würde es aber auch jetzt nicht so drängen danach. Und ja, ich überstürze auch gar nichts. Überhaupt nicht. Es gibt viele wunderbare Busse und Bahnen und kann man sich fortbewegen. Und das mache ich auch jetzt. Und du verpestest nicht die Umwelt. Eben. Ne? So. Das hat ja auch was Gutes, ne? Genau. Julian, darf ich noch sagen? Ja, bitte. Ein Riesenkompliment an dich und du hilfst den Leuten durch Zuhören und durch guten Rat, das finde ich echt hammergut. Und deine Crew, einen hammerlieben Gruß, denn die sind wirklich wahnsinnig hammernett. Mann, so nett. Das war jetzt aber ein Hammerkompliment. Ja, die sind echt mega nett da hinten. Danke dir sehr herzlich, Julchen. Darf ich noch ein Autogramm von dir haben? Ja, leg sie bitte auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke. Tschüss. Schön. Ciao. 0800 220 5050, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier live im Radio, bei Live und im WDR Fernsehen, oder meldet uns unter domian@wdr.de. Hier ist Matthias und Matthias ist 20. Hallo Matthias. Ja, hallo Domian. Hallo Matthias. Ich bin jetzt ein bisschen nervös. Ich bin beißsüchtig. Was? Beißsüchtig? Ja, beißsüchtig. Was ist das? Also, ich habe Verlangen, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Freundin sehe oder so, ich beiße ihr zum Beispiel unheimlich gerne in den Hals. So, so nicht feste. So ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ein Liebesbiss. Ja, ein Liebesbiss, sag ich mal. Aber schon ins Fleisch rein, in den Hals. So, dass man die Zähne hinterher abgefärbt sieht, abgedrückt sieht? Habe ich schon mal, aber da hat sie abwesend drauf reagiert, also so hat man so ein bisschen Knatsch. Aber du bist kein verkappter Vampir? Nein. Klare Antwort. Klarer, nee. Beißt du auch zum Beispiel in Ohrläppchen? Ich knabber dran. Du knabberst. Sag ich mal so, ich knabber dran. Du beißt aber nur Mädchen.
Ja, ich sag mal so, mich selbst habe ich auch schon mal gebissen, aber so beim Freund, nö, weiß ich nicht. Da habe ich auch, denke ich gar nicht dran, sag ich mal. Wo, du hast dich selbst gebissen? Wohin? Wie? Ja, so, wenn ich so den Kopf nach rechts drehe, so oben in die Schulter rein, so in das so. Weiche Fleisch, so. Ja. Wenn ich da so den Arm ein bisschen entspannen, kann man dann richtig gut reinbeißen. Ist das ein gutes Gefühl für dich, das dann zu machen? Ja, wenn ich dieses Fleisch dann so, dann ja. Aber nicht dieser Schmerz, wenn ich mich selber beiße. Wenn der weg wäre, dann weiß ich nicht. Dann würde ich, glaube ich, sogar fester beißen, sag ich mal. Aber das kommt bei dir selbst nicht so ganz oft vor? Nö. Nee, also eher bei der Freundin? Ja, genau. Hat das genau. was Sexuelles? Was Erotisches? Sexuell ist vielleicht nicht direkt, was Erotisches? Ja, vielleicht ein bisschen. Mhm. Sag ich mal so. Mhm. Nicht direkt, mehr so im Unterbewusstsein, dann aber dann doch schon, ja. Auch andere Körperteile, also Oberschenkel, Bauch, Po oder weiß ich was? Ja, doch. Ja, klar. Also überall, wo es was zu beißen gibt, beißt du. Ja, genau. Deine Freundin ist aber wahrscheinlich ein bisschen schon nervös, oder? Ein bisschen genervt, oder? Ja, nein. Also sie sagt eigentlich nichts, sie lässt sich's gefallen, aber zwischendurch kann ich sagen, dass es halt mal was fester wird so im Markt, so, aber dann sagt sie mir auch, ne? So, dann. Wahrscheinlich ist es so lange für sie okay, solange es ihr wirklich nicht wehtut. Ja, genau. Aber das ist manchmal halt schlecht einzuschätzen, dann, wenn man würdest ein bisschen wild ist. So ja, würdest du gerne mehr zubeißen? Hättest du, also wenn ihr das gefallen würde, würde dir das auch Spaß machen, ein bisschen fester zu beißen? Ja. Das schon? Mhm. Ja. Mhm. Ja, ist so eine Art, so eine kleine Sadomaso-Variante, ne? Als aktive. Wenn du auf eine Frau stoßen würdest, die darauf abfährt, dann hättest du aber dein Späßchen. Glaube ich. Ja, könnt vielleicht hinkommen. Ja. 20 bist du, ne? Ja, genau. Wann hast du das entdeckt? Bitte? Wann hast du das entdeckt, dass du da Spaß dran hast? Also ich könnte jetzt sagen, so im Jahr zu meiner Jugend, so mit 15 vielleicht. Ja. So, dann habe ich mir schon gelegentlich öfters mal so selbst einfach in die Schulter gebissen. Aber so. Es ist immer die Schulter. Du beißt ja nicht in den Arm oder ins Bein. Das nicht. Ja, in den Arm vielleicht auch noch so. In den Unterarm, also so Handgelenk. Ja. Aber so ins Bein, nee, gar nicht. Nö, also so, ja, du kämst ja so an den Oberschenkel, kommt man ja ran, ans Knie, das ist ja. Es macht dir wahrscheinlich auch da am meisten Spaß, wo es auch sehr fleischig ist, ne? Ja, genau. Also Knie wäre schon zu knochig, ne? Ja. Ja. So, ich bin halt auch nicht so gerade der dickste, sag ich mal, der. Du bist ein Dünner. Ein Hager. Ja, genau. Ja, ich meine, das ist ja alles nicht so schlimm, wenn deine Freundin das, sagen wir mal so, toleriert in dem Rahmen, wie es passiert, ist es doch in Ordnung. Ja, doch. Oder? Eigentlich ja. Hast du angerufen, weil dich das schon stört? Oder hast du angerufen, um es mal zu erzählen? Das ist sowas auch. Ja, und auch einfach mal, um zu wissen, ob das vielleicht. Ja, weiß ich, ist das normal? Ja. Ob das normal ist? Ja, ich glaube, in dem Rahmen, wie du es jetzt beschrieben hast, ist es noch okay, sagen wir so. Ja. Es ist nicht ganz normal, aber es muss ja auch nicht immer alles normal sein. Dann wäre es ja langweilig auf der Welt. Ja, okay, das stimmt. Also in einem gewissen Rahmen finde ich das alles noch gar nicht schlimm. Bemerkst du denn, also wenn du mit deiner Freundin schläfst zum Beispiel und ihr seid so richtig in erotisch-sexueller Aktion, dass du dann noch mehr Lust hast zu beißen? Ja, sagte ich ja. Dann beiße ich halt auch gegebenenfalls fester. So, und dann beim Sex? Halt, ja. Ja, das deutet schon darauf hin, glaube ich, dass du da diesbezüglich gestrickt bist und sich das bestimmt noch ein bisschen entwickeln wird. Oh. Ja. Aber ich würde mir dann auch keine Sorgen machen. Und solange du deine arme Freundin nicht blutig beißt, ist das ja alles noch im guten Bereich. Aber geschimpft hat sie mit dir noch nicht, so richtig. Einmal. Aber das war dann halt, weil ich, keine Ahnung, da hatte ich super gute Laune und kam so nach Hause, weiß ich nicht. Dann hatte ich einfach so das Verlangen in dem Moment. Und dann habe ich halt auch schon Ärger gekriegt, weil ich was fester gebissen habe, direkt so in den Hals offen so, hinten in die Schulter. Wie kann man sich das vorstellen? Beißt du rein und lässt sofort wieder los? Oder beißt du und spielst du mit der Zunge am Fleisch rum und bleibst du? Ja, mache ich gegebenenfalls auch, ja. Gegebenenfalls auch, mhm. Ja. 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 Ja, also ich finde es alles noch okay. Ja, das macht dir immer noch nicht in den Kopf. Nö, mache ich nicht. Und eigentlich nicht, dann. Deine Freundin pfeift dich schon zurück, wenn es zu krass wird. Ja. Schämst du dich davor bei anderen Leuten, wenn die das mitkriegen? Nee. Ich mache es ja auch, sag ich mal so, wenn Freunde dabei sind oder so, da habe ich irgendwie keine Ahnung. Hast du kein Problem mit? Nee, habe ich kein Problem mit.
Matthias, ist nicht schlimm. Beiß mal ruhig weiter. Ja? Ja, ja. Es ist okay schon noch. Alles klar. Alles Gute. Du, krieg ich ein Autogramm noch von dir? Ja, leg bitte auf und wir rufen dich auch nochmal an wegen der Anschrift. Ja, danke schön. Okay, tschüss. Super Sendung. Ciao. Danke, tschüss. Michelle ist mein Gast am Samstag. Unsere Michelle, die Schlagersängerin Michelle, die hier in Köln einen Hundesalon betreibt. Und zur Vorbereitung auf die Sendung habe ich die Michelle besucht hier im Hundesalon und muss sagen, ich kannte sie vorher nicht, dass sie wirklich eine hinreißend freundliche, nette Person ist und sehr interessant. Und ich freue mich sehr auf die Sendung am Samstag. Samstagabend um 11:45 ist mein Gast hier, Michelle. Mohammed, 28 Jahre alt. Hallo Mohammed. Ach, der Mohammed. Der hat aufgelegt. Dann machen wir weiter mit Nadine, 29. Hallo Nadine. Hallo Domian. Hallo, grüße dich. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's um eine sehr komplizierte Beziehung, beziehungsweise ich versuche es jetzt kurz zu machen. Ich bin seit 3,5 Jahren in einer Beziehung. Ja. Unsere Beziehung ist soweit eigentlich sehr harmonisch. Also wir lieben uns schon sehr, lachen sehr viel und sind eigentlich soweit glücklich. Mhm. Haben allerdings schon seit weit über 2 Jahren keinen Sex mehr. Oh, ihr seid 3 Jahre zusammen und 2 Jahre keinen Sex? 3,5 Jahre. Und 2 Jahre keinen Sex? Ja, schon weit über 2 Jahre keinen Sex. Mhm. Und es ging mir eigentlich die ganze Zeit soweit ganz gut dabei. Zwischenzeitlich hatte ich mal öfter mit ihm gesprochen und gesagt, dass es so nicht weitergehen kann und dass da was passieren muss. Und dann haben wir uns auch immer vorgenommen, ja, okay, das machen wir, haben es dann doch nicht gemacht. Und jetzt habe ich mich vor gut einem Jahr in einen gemeinsamen Freund von uns verliebt. Der weiß das allerdings nicht. Und das hauptsächliche Problem ist jetzt eigentlich, dass die beide zusammen unter einem Dach wohnen, in der Studenten-WG. Ja. Und also du hast dich heimlich in den verliebt. Der weiß das gar nicht. Der weiß noch nichts von seinem Glück. Nein. Mhm. Mhm. Jetzt, bevor wir das vertiefen, lass mich nochmal fragen, warum habt ihr keinen Sex miteinander, du und dein Freund? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Also es war schon bevor wir zusammenkamen und haben ja eigentlich viel über die Beziehung gesprochen überhaupt, allgemein, was jeder so für Vorstellungen hat. Und da hat er mich schon gefragt, wie wichtig mir denn Sex wäre. Und ich habe die Frage damals allerdings nicht so gut verstanden. Und die Male, wo wir Sex hatten, war ehrlich gesagt nicht wirklich besonders. Wenn, dann musste ich auch auf ihn zugehen. Also ich nehme auch an, dass er da irgendein Problem hat. Ich weiß nicht, ob das aus der Kindheit kommt oder schlechte Erfahrungen. Ja. Ich habe da öfter mal versucht, an ihn ranzukommen, aber hat irgendwie nicht so die Chance. Also das ist ganz eindeutig, das liegt an ihm. Ja, ja, und irgendwann hatte ich dann natürlich auch keine Lust mehr. Ich habe dann öfter mit ihm geredet. Ich habe auch viel geweint, weil ich dachte, er findet mich halt nicht attraktiv oder so. Ist ja auch normal. Weiß aber genau, dass er mich wirklich liebt, das weiß ich. Aber er hat es nicht geschafft, es dir zu erklären, warum er da nicht so scharf drauf ist. Nee. Wie alt ist er? Auch 29. Ach, 29. Und er hat keine sexuellen Bedürfnisse? Anscheinend nicht. Ich frage ihn auch oft, sag mal, du musst doch auch irgendwie mal Lust haben, du bist doch ein Mann, das ist doch normal. Ich meine, bei mir ist es ja auch nicht anders. Und onaniert er? Das weiß ich nicht. Also ich habe ihn mal gefragt und er hat gemeint, das bräuchte er nicht. Aber das glaube ich ihm nicht. Das stimmt was nicht. Natürlich stimmt da was nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich an ihn rankommen soll. Aber es ist auch nicht nur das. Unsere Beziehung ist auch so irgendwie, wir haben auch unsere gemeinsame Zukunftsvorstellung voneinander verloren. Und also es war ursprünglich so zum Beispiel, dass wir beide keine Kinder wollten. Das ist bei mir jetzt mittlerweile anders. Ich kann mir schon vorstellen, irgendwann mal Kinder zu haben. Ja. Und er gar nicht. Und bist du auch noch Studentin? Ja. Und er studiert auch? Ja. Studiert ihr in einer Stadt, in einem Ort? In einem Ort. Ja. So, und jetzt bist du verliebt in seinen Freund, Kumpel, mit dem er wohnt? Ja, er wohnt mit denen zusammen. Die verstehen sich ganz gut. Also man kann sie schon als Freunde bezeichnen. Mhm. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die noch Kontakt haben, wenn sie mal irgendwann nicht mehr studieren. Ja. Meinst du denn, dass in irgendeiner Weise der auch Gefühle für dich hat? Gibt es da irgendwelche Signale? Ja, ich habe manchmal schon das Gefühl, dass er auch Signale gibt. Also er sucht sehr meine Nähe, habe ich manchmal das Gefühl. Wobei man natürlich vorsichtig sein muss, wenn man verliebt ist, überinterpretiert man auch viele Sachen, ne, die gar nicht so gemeint sind. Oder irgendeine Berührung, die ganz normal ist, da denkt man gleich, der will was. Und ist natürlich sehr vertrackt jetzt, ne? Die wohnen zusammen. Ja, das ist das Problem. Und das geht ja seit einem Jahr schon, dass du verliebt bist in den Mann? Ja, es war zwischenzeitlich mal besser. Also ich habe seit einem Jahr diese Phasen, wo ich halt an meiner Beziehung sehr zweifle und auch genau eigentlich mir sicher weiß, dass ich nicht will, dass die so weitergeht. Und ich weiß aber auch, dass wir daran nichts ändern können. Das ist jetzt genau die Frage, Nadine. Ich frage mich wirklich, während ich das jetzt höre, warum bist du mit ihm in einer Beziehung?
ihr habt keinen Sex miteinander. Du bist seit einem Jahr in einen anderen Typ verknallt. Und die gemeinsame Zukunftsplanung ist auch schon nicht mehr so, wie sie einmal war. Warum seid ihr noch ein Paar? Warum? Weil wir uns eigentlich gut verstehen. Also ja, wir aber haben ganz elementare, eine sehr harmonische Beziehung. Ja gut, aber ganz elementare Dinge passieren doch nicht mehr. Oder passieren, haben noch gar nie richtig funktioniert. Haben noch nie richtig funktioniert, aber ich habe manchmal das Gefühl, er ist mein Seelenverwandter. Ja, aber er kennt mich gut. So, ich fühle mich ganz geborgen bei ihm. Und das klingt aber fast so wie eine gute Freundschaft. Wie ja. Der beste Freund. Mein ja, allerbester, mein Busenfreund. Ich weiß. Und wenn er, ich finde es auch ein bisschen krass von ihm, dass er das so hinnimmt, dass er sieht ja dein Bedürfnis, dass du Bedürfnis nach Erotik und Sexualität hast. Wir nehmen es aber mittlerweile beide hin, das ist das Problem. Irgendwann habe ich auch abgeschaltet und. Aber das ist doch schlimm. Das ist doch furchtbar. Das ist ja wie man das vielleicht aus uralten Ehen kennt, wo alles dann irgendwie eingeschlafen ist und niemand spricht mehr darüber. Ja. Also wir reden schon in regelmäßigen Abständen darüber, aber ich habe mittlerweile einfach wirklich festgestellt, dass sich da nichts mehr ändern wird. Und ich wäre an deiner Stelle so etwas von scharf drauf zu erfahren, was mit dem los ist. Ich komme nicht an ihn ran, Domian. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich habe es schon echt probiert. Ich habe versucht, ob da mit der Kindheit irgendwie was war oder ob er eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Er lässt mich da gar nicht an sich ran. Er blockt direkt ab. Er hat das typische Schubladensystem. Ja, und ja. Die Beziehungen, die er vor dir hatte mit Frauen, hatte er längere Beziehungen mit Frauen vorher? Ja, er hat mal 2,5 Jahre, glaube ich, mit einer Frau zusammengelebt. Ja. Und ich glaube auch, dass sie ihn sehr verletzt hat. Und vor mir war er noch ein Jahr mit jemand zusammen. Und ich glaube, da war das auch nicht so besonders ausgeprägt. Also auch nicht mit dem Sex so? Nee. Steht er überhaupt auf Frauen? Ja, doch, das glaube ich schon. Ja, man denkt ja an alles, ne? Nee, ich denke schon. Also da bin ich mir schon sicher. Geht er ich glaube, er hat ein anderes Problem. Ich weiß nicht, verstehe auch nicht, dass er mittlerweile nicht mit mir immer noch nicht darüber reden kann, weil wir eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben und uns alles sagen, aber. Und hältst du es für möglich, dass er fremd geht? Nee. Auch nicht. Gar nicht. Mhm. Also da würde ich meine Hand für ins Feuer legen und. Vorsicht. Manche Hände sind da schon verbrannt, die man nicht. Nee, ernsthaft. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Mhm. Ich bin mir auch seiner Liebe sehr, sehr sicher. Das ist ja das Verzwickte daran. Mhm. Das ist ja das, was mich ein bisschen davon abhält. So, lass uns mal durchspielen. Wenn jetzt der Typ, mit dem er zusammen wohnt, wenn der auf dich offensiv zuginge, würdest du mitmachen, ne? Schwer zu sagen. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall erstmal eine Beziehung beenden. Ich könnte ihn jetzt nicht betrügen, das könnte ich nicht. Aber ich möchte ihm so nicht wehtun. Nein, aber du würdest schon etwas Neues haben wollen. Ja, wobei ich aber ehrlich gesagt Domian sagen muss, dass ich auch manchmal gar nicht weiß, ob das dann auch der andere ist, ob das nur der Reiz ist, weil er ist irgendwie, ich finde ihn sehr attraktiv und er ist jetzt nicht ein besonders gut aussehender Mensch, aber er hat halt sehr Ausstrahlung und er spricht mich halt total an und manchmal frage ich mich, steckt da mehr dahinter oder ist es einfach nur. Gehst du eigentlich. Ja, geht ihr beiden eigentlich, wenn ihr schon nicht miteinander schlaft, wenigstens zärtlich miteinander um? Ja, sehr. Das schon? Ja, sehr. Er sucht auch immer meine Nähe und selbst wenn der ganze Raum voller Leute ist, er steht bei mir und. Küsst ihr euch noch? Ja. Das auch? Ja. Auch. Wir haben auch noch Kosenamen, der kann auch durchs ganze Haus meinen Kosenamen rufen, also er hat da sonst eigentlich gar keine Probleme mehr. Dennoch, etwas ist nicht in Ordnung, irgendwas stimmt nicht. Ja. Irgendwas stimmt nicht und du bist unzufrieden. Ich bin total unzufrieden. Du bist total unzufrieden. Aber auch nicht. Ich habe Angst, dass ich eine falsche Entscheidung treffe, weil wir uns sonst so gut verstehen. Ich habe Angst, dass ich keinen mehr finde, der sonst so gut auf mich eingeht oder bei dem ich mich so wohlfühle. Ich fühle mich unglaublich wohl bei ihm. Gibt es denn die Chance, ich meine, das sage ich immer in solchen Verfahrenssituationen, weil es die einzige Möglichkeit gibt, vielleicht den Karan irgendwie aus dem Dreck nochmal zu ziehen. Würde er sich darauf einlassen, wenn du sagst, pass mal auf, wir gehen zusammen zu einer Beratungsstelle? Also ich habe ihn schon mal darauf angesprochen und er hat das abgewunken. Also warum? Er hält davon nicht besonders viel. Warum? Weißt du, da bin ich immer ganz skeptisch, wenn dann jemand abwinkt. Eigentlich müsste derjenige sagen, okay, mir liegt auch viel daran, hier stimmt was nicht bei uns, wir versuchen das mal. Man kann ja nichts kaputt machen, man kann ja nichts verlieren. Ja, er ist so ein Mensch, er lässt sich nicht gern helfen. Er macht das alles gern allein. Ja, aber da musst du. Ich habe auch schon überlegt, ihn da irgendwie im Ultimatum zu setzen, zu sagen, entweder wir gehen jetzt zu einer Beratung, lass uns helfen, oder wir beenden jetzt diese Beziehung, weil so geht es nicht weiter. Nein, ich finde auch, dass du dem vielleicht noch klarer machen musst, dass du einfach, verdammt nochmal, du bist 29 Jahre alt, dass du da was vermisst.
Ja, du vermisst einfach etwas ganz Gravierendes und du willst vielleicht auch mal Kinder haben, hast du jetzt gesagt. Mhm. Das heißt, ihr geratet ja immer mehr in eine Sackgasse mit eurem Leben. Das heißt, wenn ihm etwas dran gelegen ist, an eurer Beziehung, dann muss er auch etwas hin auf den Tisch legen und sagen, okay, komm, ich schmeiße es in die Waagschale auch. Wir tun es zusammen. Mhm. So, dann... Wenn du sprichst ja sehr gut von ihm und ich glaube auch, dass dein Herz da schon sehr verbunden ist, dann kämpfe erstmal den Kampf für diese Beziehung. Und wenn er aber so mauert und dicht macht und immer nur Nein sagt, ich finde, dass dann letztendlich die Konsequenz ist, dass du ihm auch ein Ultimatum stellst, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Und dann, wenn das geklärt ist... Ultimatum ist aber auch wieder so eine Sache, weil ich irgendwie manchmal auch das Gefühl habe, dass ich das jetzt gar nicht mehr wollte. Selbst wenn er jetzt ihm sagen würde, wir lassen uns helfen, ich weiß gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal wird. Mhm. Ich kann es mittlerweile manchmal noch nicht mal haben, wenn er mich berührt oder so, weil ich dann denke, komm, lass mich in Ruhe, es bringt eh alles nichts. Mensch, Andi, das klingt aber halt momentan so, als würde ich, wenn ich jetzt mit ihm schlafen würde, wäre es, als würde ich mit meinem besten Freund schlafen. Siehst du? Und das ist das Problem. So. Aber andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, jemals nochmal ohne ihn zu sein. Dann nimm ihn als besten Freund. Dann nimm ihn als besten Freund. Also das klingt jetzt wirklich so dramatisch, wenn du sagst, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Du hast Sehnsucht nach Sexualität, du wirst mit einem Mann endlich mal wieder mit dem Kerl ins Bett gehen, du wirst richtige Erotik erleben, wirst vielleicht irgendwann schwanger werden, und das kannst du mit ihm alles nicht. Mhm. Da muss jetzt irgendwas passieren in deinem Leben. Entweder ihr versucht es gemeinsam nochmal hinzukriegen, oder du machst den Strich für dich und sagst, pass mal auf, ich liebe dich, wie ich einen Freund liebe. Du bist mir irre wertvoll, und das soll auch immer so bleiben, aber ich möchte nicht mehr als Paar mit dir zusammen sein. Hm. Ja, ist schwer, ich weiß. Total schwer, ja, vor allem auch jetzt mit dem anderen, der mir irgendwie auch am Herz liegt, wo ich dann denke, das kann ich jetzt nicht machen. Aber bring, ja genau, deswegen, das würde ich auch nicht jetzt schon angehen. Bringe erst deine Beziehung für dich in Ordnung, was immer das auch heißen mag. Hm. Und guck dich dann um. Vielleicht klappt es ja sowieso nicht mit dem anderen. Ja, das ist halt so ein Problem. Ich würde das ist halt das, was mich momentan am meisten beschäftigt. Ich würde gerne wissen, was der andere über mich denkt. Mhm. Und ich weiß aber nicht, wie ich das rauskriegen kann. Ja, ich finde, es ist wichtiger, dass du erst dein Leben ordnen musst. Und dann ist es wichtig, was der andere denkt. Du würdest natürlich gerne mit der Versicherung von einem zum anderen hüpfen. Nee, das nicht unbedingt. Nee. Ich weiß auch noch nicht mal, ob ich überhaupt Lust habe, danach noch mal eine Beziehung zu haben fürs Erste. Ich glaube, dann will ich nach 3,5 Jahren lieber erstmal ein bisschen alleine sein und mal ein bisschen auf den Putz hauen sozusagen. Ich glaube, das ist eine große Sehnsucht bei dir. Und also mein Rat ging dahin, nach dem, was ich jetzt alles gehört habe, Klärung oder gegebenenfalls wahrscheinlich sogar Trennung von deinem Freund. Ja. Jetzt müssen wir aber leider... ich habe Angst, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich daran auch ein bisschen zerbrechen werde, wenn ich mich von ihm trenne. Glaube ich, ist lange Zeit. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwann nochmal eine Freundschaft haben. Die erste Zeit sicher, klar, natürlich, selbstverständlich nicht. Mhm. Aber ich weiß nicht. Und das Problem ist halt, er steckt im Moment voll in seiner Diplomarbeit, muss jetzt in 5 Wochen abgeben. Bis dahin kann ich ihm sowieso das schon mal nicht antun. Jetzt rennt uns ein bisschen die Zeit weg. Und ich würde aber gerne noch, wenn du das möchtest, kannst du auch noch die Einschätzung von meiner Psychologin hören. Ja, gerne. Ja, dann machen wir das so, dann rufen wir dich gleich nochmal an, Nadine. Okay, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Dorothea, 20. Hallo, Dorothea. Ja, hallo. Ja. Und zwar, ich habe angerufen, weil gerade eben hat ein junger Mann angerufen irgendwie, der hat gesagt, er müsste mal beißen. Ja, der beißt wütig, der Matthias. Genau. Und ich habe das eigentlich auch. Also ich habe seit 20 Jahren so einen Teddy, ich habe den zur Geburt geschenkt bekommen und den beiß ich irgendwie auch immer. Meinen Freund beiß ich auch. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Du beißt wen, außer deinem Freund? Mein Teddy. Ich Dein so Teddy. Teddy? Seit 20 Jahren habe ich so einen ollen Teddy. Ach Gott, der arme Teddy. Ist da noch was dran in dem Teddy? Nee, der sieht auch schon so ganz oll aus. Alle sagen, der sieht aus wie eine Ratte und den beiß ich halt auch immer und das ist für mich schon ganz normal irgendwie. Also das ist ja Gewalt. Meinen Freund auch. Und den Freund auch. Inhalt und so, also jetzt nicht extrem, aber der Matthias. Also, du bist 20 Jahre alt? Ja. Und der Matthias gerade war auch 20 Jahre alt. Matthias beißt gern und du beißt gerne. Ja. Da müssten wir eigentlich euch jetzt ganz schnell zusammenbringen, damit ihr so richtig volle Kanne mal loslegen könnt. Ja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir mal ja wirklich mal ein bisschen quatschen, weil das ist wirklich normal. Ich denke nicht, dass das eine FM-Neigung ist oder so. Wie reagiert denn dein Freund darauf, dass du das tust? Wenn das zu fest ist, dann meckert der schon, aber ich glaube, der ist schon dran gewöhnt, also und, mittlerweile. Ja, ist das bei dir auch so, dass du es so in erotischen Situationen noch lieber tust, als überhaupt so im Alltag?
Ja, dann beiß ich den schon extremer, aber halt mein Teddy, den beiß ich immer. Das ist dann halt, das gibt mir nichts Sexuelles, ist ja klar. Ja, ist klar. Na, wer weiß. Beißt du dich selbst denn auch? Nee, eigentlich das nicht. Also du beißt aber mein Hund zum Beispiel, den beiß ich auch manchmal. Oh. Das tut ihm aber dann nicht weh, also jetzt nicht fest oder so. Das ist dann auch mehr so, ne, aus Spaß. Also bei dir ist es noch ausgeprägter als bei Matthias vorhin. Der beißt nur Mädchen und sich selbst, aber du beißt Hunde, Teddybären und Männer. Ganz genau, ganz komisch, ja. Also, wir bringen euch gerne zusammen, dann könnt ihr mal ein bisschen plaudern miteinander. Ja, super. Okay, Dorothea, jetzt ist die Sendung vorbei, aber schön, dass wir noch haben kurz reden können. Ja, schönen Abend noch. Alles Liebe, tschüss. Danke, ciao. Tschüss. So, das war's für heute, meine Lieben. In der Technik war Johanna Knura. Morgen gibt's wieder eine Sendung 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich freue mich auf euch und ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.